So, hallo, wir machen weiter bei VLDC 11. Mir ist einfach gerade noch nach ein bisschen aufnehmen, auch wenn Stevie immer noch nicht dabei ist. Aber ich denke, ein oder zwei Parts in der Welt sind auch noch drin. Wir kommen ja gar nicht mal so schnell voran in der Welt, muss ich gestehen. Insofern, denke ich, geht das klar. Okay. Letztes Mal haben wir diese Reihe hier gespielt. Von hier aus komme ich auch nirgends anders hin. Das heißt, jetzt können wir hier dieses... Ach, dieses haben wir auch schon gespielt. Oh, wir sind doch schon relativ weit in der Welt. Das hier haben wir noch nicht gespielt. Vanilla Emulation. 18. geworden von Samuel Zuccati. Okay. Schauen wir, was das hier wird. Da ist ein Schlüssel. Der muss da runter mit einem P-Switch. Das ist jetzt nicht so gut. Okay, gerade so. Okay, das sieht mir nach einem... Nach einer Art Puzzle? Nein, nicht. Naja, nicht wirklich Puzzle. Es ist noch relativ linear. Man muss halt... Usch. Mist. Ja, sehr gut. Man muss halt nur immer wieder die Blöcke mitnehmen können. Und dann passt die Geschichte. Ja, es basiert alles bisher sehr stark auf den blauen Blöcken. Aber das ist ja auch okay. Ja. Der läuft jetzt da runter. Ich war mir nicht sicher, wie weit ich springen muss. Okay. Okay, okay, okay. Gut. Und jetzt können wir zu dem Schlüssel, zu der Schlüsseltür gehen. Nachdem wir das hier mitgenommen haben. Schneller! Sonst schaff... Achso, nee, ich brauch gar nicht... Ich brauch gar nicht schnell sein, weil ich komme so oder so hin. Okay. Das war das Intro. Okay. Man hat irgendwie so Angst, dass man was Falsches wegnimmt, aber das kann eigentlich fast nicht passieren. Da muss wieder was rein. Ich meine, man kann, glaube ich, so ein bisschen sich da irgendwie so reinbacken, wenn man das vernünftig angeht. Aber nichts, was ich jetzt probieren wollen würde. Mich würde es interessieren, ob es zufällig passieren könnte. Aber nee, ich glaube, das geht so nicht. Ich glaube, so in der Konstellation ist es ziemlich schwierig. Weil da noch die Ecke drüber ist. Ja, irgendwie so, so seitlich könnte es vielleicht gehen mit einem Wallclip, aber nee. Kein Muss. Da ist schon der Schlüssel. Wenn jetzt hier aber schon der Schlüssel ist und es hier schon zurückgeht... Ha! Ich weiß, dass es so nicht gedacht ist, keine Sorge. Mich hat es interessiert, ob es möglich ist. Ob ich es noch kann. Kann man den eigentlich auch so killen wie den Pokey? Nee, ne? Nee, wahrscheinlich nicht. Geht es nur mit dem Pokey, dieser Schlüsseltrick? Was interessant wäre. Aber gut möglich. So, ich leg den schon mal dahin. Ich will nur kurz runtergucken, ob da noch eine Yoshi-Coin oder sowas ist. Die ich jetzt einfach mal links hab liegen lassen. Aber hier geht's einfach nur... Der normale Weg zurück, wenn man keine Keyjumps macht. Und natürlich könnte man jetzt, wenn man frech ist, den Schlüssel auch wieder mitnehmen, ne? Halt. Weil es eine Röhre ist, ja. Oh, okay, man startet allerdings ohne Schlüssel. Alles klar. Ah, I see, I see, I see. Gut, dann gehen wir uns mal kurz umbringen. Ich sagte, wir gehen uns mal kurz umbringen, dass wir mehr Zeit für den nächsten Abschnitt haben. Genau, dann starten wir nämlich jetzt hier mit Part 2. Oha. Okay.
Hurry. Aber jetzt höre ich zu sehr. Wie soll ich denn an die Yoshi... Was? Also selbst wenn ich... Ja. Jetzt war ich zu... Kommt man über die Tür an die Yoshi-Coin vielleicht ran? Nee, die startet mich hier wieder. Also wenn ich zu sehr hurry, ist es weg. Und wenn ich nicht zu sehr hurry... Hä, wie soll ich denn... Kann doch nicht. Die Yoshi-Coin ist mir sehr suspekt. Also diese Yoshi-Coin ist mir wirklich sehr, sehr suspekt. Fährt man da irgendwie nochmal zurück oder so? War wieder zu schnell. Aber ich kann auch mit dem Ding nicht mitfahren. Hä? Und das ist zu schnell. Man wird bestraft für zu schnell sein. Und das sagt sogar am Anfang Hurry. Ja, das war wieder zu schnell. Das war auch zu schnell. What the heck? Das war auch zu schnell. Aber wenn ich zu langsam bin... Scheiße. Hä? Hey, ist es an der Stelle schon weg oder was? Hier fährt es doch gerade noch runter. Hier fährt es doch gerade noch runter. Das ist doch jetzt unter mir. Als ob das dann schon weg ist. Ja, aber wie... Ich verstehe nicht, wie man da hinkommen soll. Ich bin mal gespannt, ob sich das noch irgendwie aufklären wird. Aber nee, ich komme da nie wieder hin. Ich komme da nie wieder hin. Ach, ich muss da hoch. Super. Super. Ach, super. Was ist jetzt passiert? Oder bin ich runtergestürzt? Und jetzt gehe ich zurück, oder was? Oh mein Gott, komme ich bis zu der Yoshi-Coin zurück, oder was? Komme ich mit Peaswitch bis zur Yoshi-Coin zurück? Nee, ich komme nur bis hierhin.
Ist hier irgendeine Alternative? Nee, da ist nichts. Nee. Also einen anderen Weg gibt's nicht. Ich bin sehr verwirrt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so eine Kaizo-Yoshi-Coin plötzlich ist. Da muss irgendein Trick dahinter sein. Na, jetzt ist jedenfalls Abschnitt 3 ausgelöst. Genau, jetzt ist Part 3 ausgelöst. Spin low, sweet Cheerio. Den sollte ich vielleicht nicht killen. Prima. Stopp! Ich hab da was gesehen. Scheiße. Da oben ist eine Lücke, aber da komme ich nicht ran. Ja, da komme ich nicht ran. Na gut. Aber jetzt ist hier schon wieder zu... Ich habe da aber was wahrgenommen. Also wir merken uns mal, dass ich da was wahrgenommen habe. Ach ja, okay. Jetzt sieht man die Lücke, aber die ist nicht relevant. Ja, gut. Spin low. Hurry. Aber wie immer nicht zu schnell hurryen. Okay, da drüben ist ein Mond. Okay. Ich kann da einfach raus. You have completed a great level and proved the justice of our culture. Now go rest our heroes. Mir fehlen 2 Yoshi-Coins. Okay, mir fehlt eine Yoshi-Coin. Ich weiß, wo sie ist. Das heißt, es reicht, sie einzusammeln als 5. und sie wird gewertet. Aber ich verstehe nicht, wie man die sammeln soll und überleben kann. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht. Also, ich meine, jetzt muss ich den ganzen Anfang nochmal spielen. Das hilft jetzt halt leider nichts. Ich kann es auch nicht abkürzen, hier irgendwelche Tricks anwenden. Nee, ich wüsste nicht wie. Ich wüsste nicht wie. Naja. Super. Aber auch ohne Springboard nicht hoch, ne? Mit Springboard. Wäre das grundsätzlich möglich? Dann könnte ich nämlich den Teil hier abkürzen, aber nee. Nee, ich fürchte, das geht nicht. Gut. Jetzt sind wir eh schon hier. So, aber wie soll man jetzt? Also, real talk. Wie soll man an diese... Sobald man Part 3 freigeschaltet hat, kann man Part 2 nicht mehr schaffen. Ich kann das Level nicht nochmal durchspielen.
Das Level ist einmalig durchspielbar. Danach wird hier der Weg versperrt, oder was? Habe ich was verpasst? Seit wann ist das legitim? Was? Ich meine, ja, so komme ich an die Yoshi-Coin. Aber ich kann... Hä? Also gut, ja, ich kann jetzt sterben. Und vermutlich kann ich direkt in Abschnitt 3 gehen. Ja, okay. Ich kann das Level noch durchspielen, aber ich kann Part 2 nicht mehr durchspielen. Das finde ich sehr weird, vor allem, dass man so an die Yoshi-Coin rankommt. Aber okay, wenn das so gedacht ist, meinetwegen. Das Loopy Labyrinth ist 83. geworden von Karak. Ein Labyrinth, das loopt, klingt jetzt natürlich nicht so spaßig, aber wir gucken mal, was da draus geworden ist. Aha. Erwischt. Der Hunter, der Hunter. Der Hintergrund ist schon mal sehr wild. Sehr gefährlich. Okay, ist es ein Röhrenlabyrinth? Oh Gott, es ist ein Röhrenlabyrinth. Okay. Kann man auch wieder rückwärts? Okay, man kann nicht zurück. Okay, da ist nichts durch. Okay, ich kann einfach hin. Gut. Da ist gleich die zweite. Oh. Oh, das ist nur, um diese Yoshi-Coin zu bekommen, oder wie? Ach nee, ich kann durch die orangene Röhre bestimmt durch. Ja. Scheiße. Okay, Shell kommt mit. So viel Pflanz, wie wir hier am Start haben, kommt eine Shell auf jeden Fall mal mit. Das ist jetzt... Okay, das ist der da unten. Ah, dann ist unter mir die Yoshi-Coin. Straight unter mir ist die Yoshi-Coin. Komme ich da irgendwie hin oder ist das ein extra Weg? Super. Okay, ich glaube, ich komme so zur Yoshi-Coin. Ja, sehr schön. Gut. Dann haben wir schon mal zwei. Ist hier oben was? Nein, aber da sehe ich schon die dritte Yoshi-Coin. Und da ist die vierte. Also andersrum. Das war die dritte und da oben habe ich dann die vierte gesehen. Da oben habe ich dann die vierte gesehen. Okay, Zwischenweg. Bisher loopt das Labyrinth übrigens überhaupt nicht. Oha. Okay, erstmal auslösen. Ist hier die vierte, die ich gesehen habe? Ja, wirkt schon. Doch, doch, doch. Ziemlich sicher ist das. Ja, das ist die, die wir gesehen haben. Okay, gut. Okay. Ist hier noch irgendwas Spannendes drin? Irgendwelche P-Switches oder so, die wir benötigen? Nein, ist alles Müll. Oh, da unten sterbe ich. Okay. Gut, dann können wir hier weiterlaufen. Was sagt die Messagebox uns Spannendes? Don't get worried and don't get scared because you will always be prepared. Needed items will respawn whenever you use a pipe. Okay. Kann ich da runter oder sind da auch wieder Munchies? Alles klar. Da ist die fünfte Yoshi-Coin. Ah, die ist gleich hier. Sehr gut. Nicht so gut. Wie komme ich da ran mit dem Springboard oder so? Oder ich kann von oben runter springen.
Ich kann von oben runter. Ich kann nicht von oben runter springen. Kriege ich ein Springboard? Okay, ich kriege einen P-Switch. Der könnte auch helfen. Jetzt machen wir erstmal kurz die Blöcke hier weg. So. Ja. Und dann ist hier meine Hilfe für die Yoshi-Coin. Sehr schön. Damit haben wir die vollständig. Und hoffentlich auch alles Wichtige nach da oben aufgemacht. Nicht, dass da nochmal... Okay. Blauer P-Switch, grauer P-Switch brauchen wir jetzt als nächstes. Ah, da komme ich jetzt hier wieder raus. Das bringt mir jetzt nicht so viel. Da muss ich erst den grauen P-Switch mitnehmen. Der hier dann irgendwo sein... Ja, okay, dann ist der hier. Gut. Also bisher ist es kein echtes Labyrinth in dem Sinne. Aber es ist okay, kann man so nennen. VLDC, war es das schon? Ich meine, gut, wir haben alle Yoshi-Coins, theoretisch war es das. Ergibt Sinn, dass es das war, ja. Okay. Abflug. Gut. Okay. Das Level haben wir gespielt. Dann geht's jetzt hier rüber zum Bett. Das ist auch ein Level, ne? Sweet Dreams. Von der Morgana 76. geworden damit. Okay. Das schauen wir uns noch an, dann hören wir auf. Das ist eine Tür. Ich wollte aber erstmal die Messagebox lesen. Die kann ich nicht lesen. Okay, dann gehen wir in die Tür. You take the wrong way of the road and nobody has listened to you. Ist das... What the frick? Okay. Wir gehen also nicht mehr durch diese Tür. Wir bleiben in der Traumwelt. Hey, are you okay? I'm fine, thanks. But I lied again to myself. Why? Wird das jetzt hier so eine diepe Story? Dafür bin ich ja gar nicht in der Mut. Okay, da komme ich mit einem Pilz rein. Don't hurt your brother, please. If you love me, please go away. Don't cry, baby. We love you too. Nobody can save me from myself. I am a hero and everybody dies. Das ist jetzt der richtige Ausgang, oder wie? Thank you. Ganz ehrlich, dazu will ich mir jetzt die Rezensionen anschauen.
Es interessiert mich sehr, was die dazu gedacht haben. Das lesen wir jetzt kurz noch durch. I'm sorry, das lesen wir jetzt kurz noch durch. So viel Zeit muss sein. Okay, Moment. So, ich brauche den Namen von dem Level. De Morgana. Nee, Quatsch, Sweet Dreams. Guten Morgen. So, Sweet Dreams. Sweet Dreams. So. Oha. Von FP Zero gab es 82 Punkte von 100. Das heißt, irgendjemand anders muss da ordentlich reingehauen haben, sodass das auf einem niedrigeren Platz gelandet ist. Da waren sie sich dann sehr uneinig. Okay. Oh boy, I'm not really sure how to judge this level. Is it even a level? It feels more like artistic expression that just happens to use SMW. Ja, ja, genau. Dreamlike Palette. Words on the design. Overstuffed with power-ups. Ja, also er geht jetzt auch nicht auf den... auf die Message oder so ein. And to the author, I hope you're doing okay, Pearl. Ja, man weiß nicht ganz, ob das irgendwie autobiografisch sein sollte oder so. Okay, was sagt Ria dazu? Sweet Dreams. Okay, Ria hat 34 von 100 gegeben. Ria hat also eine sehr niedrige Punktzahl reingeknallt. Before I get into detail, I just want to say that I don't think it was very wise at all to include the suicide section at the very beginning. When you first enter the level, the atmosphere makes you gain a calm feeling and you don't even have enough time to understand what's going on before going into that room if you decided to. Ja. Level itself is short and messy. Okay, er geht jetzt mehr aufs Design ein. The plot is incomplete. Would have been nice to see an actually developed emotional story, since that seems what the author creator was going for. Executing a suicide story in a short plot is very risky because that is a subject that hits the heart of a huge amount of people. So like I said before, it wasn't wise to throw it in at the beginning like that. It almost seemed like it was meant to be a suicide joke due to it showing up way too soon. Mm. Okay. Frozen Quills. Sweet Dreams. 54 von 100. Comments deep. Level is relying entirely on setting, atmosphere and story. It's difficult to rate a level like this. It isn't really a level. There's some fulfillment in the story, but it feels underdeveloped with how short the level is. Ja, could have more content, okay. So, und was sagt Mr. Morsel? Ich überspring's auch nur, also ich lese nicht alles. Wenn ihr alles lesen wollt, könnt ihr ja selber reingehen. In der Beschreibung sind ja alle verlinkt. LOL. Morsel gibt 45 und das ist die kürzeste Beschreibung, glaube ich, von ihm überhaupt. Not a level. There is one enemy you have to avoid. The rest are too high up to matter. There are a couple of jumps you have to do to get past very small gaps. Perhaps you may even enter the water and have to leave it again. There are two munchers that may be dangerous. Mehr hat er dazu nicht geschrieben. Okay, das war auch dann ein Aufsatz. Puh. Also wenn ich jetzt die Judges bewerten würde, dann finde ich eigentlich, dass... Wo war der? Frozen Quills und FP-Zero haben eigentlich die schönsten Bewertungen geschrieben. Die machen das relativ ausführlich, muss man sagen. Okay, gut. Dann schließen wir hier ab. Danke fürs Zuschauen und tschüss.